Gott kümmert sich nicht um uns. Er hat uns im Stich gelassen. Herzlich willkommen bei Menschenfischen. Mein Name ist Michael Waletzko. Heute nur ganz kurz. Ich war gestern Abend essen mit einem Freund. Er ist Mönch. Und es bediente uns eine ganz nette Frau. Vielleicht 25 Jahre alt, ich weiß es nicht. Und mein Freund natürlich in seinem Mönchsgewand. Die Dame hat ein bisschen gegrinst und fand das irgendwie amüsant. Und wir kamen dann so ins Gespräch. Ich fragte sie, wo sie herkommt. Und sie sagte, ich bin Kurdin. Und ich sagte, oh, bist du Alevitin oder bist du Christin? Nee, sagt sie, ich bin Christin, syrisch-orthodox. Dann kamen wir ins Gespräch und sie sagte, du, ich glaube an Gott, aber er kümmert sich nicht um uns. Er hat uns im Stich gelassen. Ich habe gesagt, okay, warum, wie kommst du dazu? Wie sagst du dazu? Sagt sie, guck mal, das ganze Elend und das ganze Leid und so viele Menschen, die sterben und so viel Krieg, wie es gibt. Ich habe in dem Augenblick gedacht, so, wir sitzen hier, es ist Frieden. Wir können uns ein ganz wunderbares Essen bestellen. Es ist alles zu jeder Zeit verfügbar. Und eine gesunde, junge, hübsche Frau wirft quasi Gott vor, er hätte uns verlassen. Ja, warum tut Gott denn nichts gegen dieses ganze Elend, gegen Hunger, gegen Krieg, gegen Katastrophen und so weiter? Da kam mir der Gedanke, da habe ich gesagt, du, das Schönste, was ein Schöpfer seiner Schöpfung schenken kann, ist die Freiheit. Die freie Wahl zu entscheiden, was wir tun. Und ich habe gesagt, du, wir haben Rechtsanwälte, die Regale voll haben mit Paragraphen, wo alles steht, wie wir was zu handhaben haben. Und Gott hat uns die 10 Gebote geschenkt. Und wenn wir uns nur ein kleines bisschen danach richten würden, hätten wir keinen Krieg, kein Verrat, kein Hass, keine Lügen, kein Mord, gar nichts. Dann hätten wir Frieden auf dieser Welt. Stattdessen wälzen die Rechtsanwälte Bücher und Paragraphen und versuchen, die Menschheit damit irgendwie im Zaum zu halten. Und es wird immer schlimmer. Je mehr der Mensch sich von Gott entfernt, umso schlimmer wird es. All diejenigen, die meinen, Gott hört nicht auf uns, auf das, was wir brauchen, auf unsere Gebete, vielleicht gibt es den einen oder die andere unter euch, die zweifelt und die sagt, hey, oder der sagt, ich bete und es tut sich nichts. Ich möchte eine kleine Geschichte erzählen. Jeder hat mal einen schlechten Tag und ich hatte auch einen. Ich habe dann so im Stillen, das war ein ganz, ganz stiller, stiller Gedanke von mir. Ich habe gesagt, ich würde sehr gerne mit einem jungen, gläubigen, intelligenten Menschen sprechen. Und mir fiel keiner ein. Das war nur ein ganz, ganz kleiner, so ein stummer Gedanke. Ich habe ein Video hochgeladen. Und eine Stunde später rief mich auf einmal jemand an. Ein junger Mann, den ich kennengelernt habe, auf Exerzitien bei Schwester Margarita in Bad Soden. Er rief mich an und sagte, hey, ich habe mir deine Videos angeguckt, super, ich find's toll und so weiter. Ich war wieder komplett aufgeladen. So eine Stunde später hat's Klick gemacht bei mir und habe mir gedacht, ey, du hattest einen ganz, ganz leisen Wunsch, mit einem jungen, intelligenten, gläubigen, coolen Typen zu sprechen. Und da rief mich dieser Freund an, Paul, schöne Grüße an dieser Stelle. Wir haben sonst über WhatsApp kommuniziert, über Schreiben und an diesem Tag rief er mich einfach an. Und da ist mir einfach aufgefallen, Gott kennt deinen kleinsten Gedanken, den kleinsten Gedanken, der in deinem Herzen ist. Aber er weiß den Zeitpunkt, wann das, was du, worum du bittest, worum du betest, er kennt den Zeitpunkt, wann es richtig ist, dir das zu geben oder es dir vielleicht nie zu geben. Wenn ein 10-jähriger Junge zu seinem Vater kommt und sagt, Papa, gib mir mal die Autoschlüssel, dann sagt er auf gar keinen Fall. Aber im Grunde sagt er nicht, du kriegst sie nicht, sondern du kriegst sie später. Und das ist der Punkt. Für alles kommt irgendwann die Zeit. Wenn du dich auf Gott verlässt, kannst du dich darauf verlassen, dass das, worum du bittest, zur richtigen Zeit in dein Leben treten wird. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Sonntagabend, eine schöne neue Woche, einen schönen Start in die neue Woche und alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.